Habt ihr eigentlich Probleme mit Kartoffelkäfern? Nicht nur an Kartoffeln, sondern auch an anderen Nachtschattengewächsen wie Auberginen, Paprikas, Chilis und sogar an Tomaten kann man den zugegebenermaßen hübsch anzusehenden kleinen Schädling finden. Bevor man sich überlegt, welche Gegenmaßnahmen sinnvoll sind, lohnt es sich immer einmal zu schauen, wie genau die Lebensweise dieses Tieres ist. Die erwachsenen Tiere überwintern im Boden und kommen meistens genau dann ans Tageslicht, wenn das erste junge Kartoffellaub zu sehen ist. Ihr Fraßschaden ist zwar relativ gering, kann bei sehr jungen Pflanzen dennoch enormen Schaden anrichten. Nach der Paarung erfolgt die Eiablage auf der Unterseite der Blätter. Die daraus schlüpfenden Larven müssen 4 Larvenstadien durchleben. Das heißt, sie müssen sich 3-mal häuten, gehen dann zur Verpuppung in den Boden, bevor die nächste Generation an Kartoffelkäfern fertig ist. Die Larven richten mit Abstand den größten Schaden an und lassen oftmals von der Pflanze nicht viel übrig. Kann man einen Befall bei seinen Pflanzen beobachten, gilt es jetzt natürlich zu überlegen, was tut man? Spritzen? Grundsätzlich habe ich natürlich was gegen den Einsatz von Pestiziden, vor allen Dingen in Privatgärten. Aber ich mache auch keinem Landwirt einen Vorwurf, wenn er auf diese Art und Weise versucht, seine Ernte zu schützen. Da gibt es neben konventionellen Mitteln auch Mittel, die für den biologischen Anbau zugelassen sind. Hier aber die gute Nachricht, keins von denen, weder die konventionellen noch die aus dem Bioanbau, sind für Privatpersonen zugelassen. Also, es wird keiner in Versuchung geführt, diese einzusetzen. Diverse Hausmittel gelten als wenig nutzbringend. Was wohl recht gut wirkt, ist Neemöl. Dieses wirkt allerdings nur in den ersten 3 Larvenstadien, dann eigentlich nicht mehr. Die Wirkungsweise von Neem habe ich schon mal in einem separaten Video erklärt. Sind Schutznetze sinnvoll? Die Antwort ist jein. Denn die Käfer überwintern ja im Boden und kommen so nach dem Winter direkt aus dem Boden auf die Pflanzen und da bringt in dem Fall ein Schutznetz erstmal gar nichts. Klar, wie auch andere Pflanzen sollten auch Kartoffeln immer an anderen Stellen im Garten gepflanzt werden. Dennoch gelten Netze, wie man sie zum Beispiel bei Kohl einsetzt, als nicht besonders effektiv bei Kartoffelkäfern, können einen Befall aber kleiner halten. Und was ist mit Mischkultur? Im Internet findet man diverse Pflanzen, die sich angeblich gut für die Mischkultur mit Kartoffeln eignen, mit dem Ziel, den Kartoffelkäfer von der Kartoffel fernzuhalten. Liest man dann aber Erfahrungsberichte, kommt man schnell darauf, dass diese Pflanzen so gut wie gar nichts bringen. Wer es geschafft hat, in seinem Garten für eine biologische Vielfalt zu sorgen, der hat so gut wie gewonnen. Denn wer natürliche Gegenspieler wie Marienkäfer, Florfliegen, Raubwanzen, Laufkäfer und andere Tiere im eigenen Garten angesiedelt sind, dann hat sich das Kartoffelkäferproblem meistens schon von ganz alleine gelöst. Die Eier vernichten. Die beste Methode, damit die gefräßigen Larven erst gar nicht entstehen, ist es, die Eier des Kartoffelkäfers zu suchen und einfach zu vernichten, das heißt zu zerreiben. Das kostet eine Menge Zeit, erfordert gute Augen und man muss diese Maßnahme gegebenenfalls öfters durchführen. Larven und Käfer absammeln. Das war über lange Zeit die einzige Methode, auch in der Landwirtschaft, wie man sich gegen Kartoffelkäfer wehren konnte. Ältere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das vielleicht noch aus ihrer Schulzeit. Da gab es dann auf einmal Kartoffelferien. Da wurde einfach die Schulbank mit dem Kartoffelfeld getauscht und die Kinder mussten Kartoffelkäfer sammeln. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, was macht man mit den abgesammelten Käfern und Larven? Früher wurden sie kurzerhand verbrannt oder in Wasser ertrunken. Wer Hühner hat, der hat es da einfacher. Die fressen nämlich sowohl die Larven als auch die Käfer extrem gerne. Sie irgendwo auszusetzen, das ist allerdings auch keine Lösung, denn es handelt sich hierbei um einen aus den USA eingeschleppten Schädling und das würde unser einheimisches Ökosystem noch mehr durcheinander bringen. Wer auf das Töten verzichten möchte, der hat eigentlich nur die Chance, dafür zu sorgen, dass sich einheimische Gegenspieler im eigenen Garten niederlassen. Übrigens, die Geschichte, die sich bis heute hartnäckig hält, also dass damals im Zweiten Weltkrieg der Feind die Kartoffelkäfer per Flugzeug abgeworfen hat, existiert immer noch auf beiden Seiten, sowohl in Deutschland als auch in England. Das konnte bis heute geschichtlich nicht nachgewiesen werden. Ich habe das Gefühl, der Kartoffelkäfer breitet sich die letzten Jahre wieder aus.
Wie sind da eure Erfahrungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo auch immer ihr herkommt? Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich doch mal sehr interessieren, ob das nur bei uns hier in der Region ist oder auch in anderen Teilen des Landes. Ich hoffe, euch hat dieses Video über den Kartoffelkäfer gefallen. Falls ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt diesen Kanal oder schreibt was in die Kommentare. Ich wünsche euch ganz wenig Kartoffelkäfer, bis gar keinen in euren Gärten, sage bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.